Die Mandalorianischen Kriege. Unter den Mandalorianischen Kriegen versteht man eine Serie von Eroberungsfeldzügen der Mandalorianer durch entlegene Welten des äußeren Randes. Das Ziel davon war, die Galaktische Republik zu provozieren und zum Krieg herauszufordern. Anfänglich zögerte die Republik, doch dann ließ sie sich doch auf diesen Krieg ein, der schließlich 16 Jahre andauern sollte. Im Jahr 3960 vor der Schlacht von Yavin endete er mit der fast vollständigen Auslöschung der Mandalorianer. Die Vorgeschichte. Im Jahr 4000 vor der Schlacht von Yavin führte der Sith-Exarchon die Sith und die Krath in einen Krieg mit der Republik und vor allem mit den Jedi. Dabei traf Kuns Schüler Uli Keldroma, der für die strategischen Planungen zuständig war, auf die mandalorianischen Kreuzritter unter Mandalore, dem Unbezähmbaren. Die Crusader hatten ihre Heimat Mandalore verlassen, um in der Galaxis Krieg zu führen, weil dieses für sie geradezu eine religiöse Pflicht darstellte und weil sie auf der Suche nach neuen Welten waren, die sie dem mandalorianischen Reich zuführen konnten. Keldroma erwarb sich den Respekt der Mandalorianer, indem er einen Zweikampf mit dem Mandalore bestritt und ihn darin besiegte. Dieses veranlasste die Crusader, sich der Allianz anzuschließen, die sich selbst den Namen Mächte der Finsternis gab. Gemeinsam mit ihren Verbündeten trugen die Mandalorianer den Krieg bis nach Coruscant. Dieser als großer Sith-Krieg bekannte Krieg endete jedoch mit einer verheerenden Niederlage der Mächte der Finsternis. Während die Sith in Exarchons Hauptquartier, dem Asasi-Tempel auf Yavin 4, geschlagen wurden, wurden die Mandalorianer auf Onderon besiegt. Mandalore der Unbezähmbare kam auf Xun, dem Dschungelmond von Onderon, ums Leben, als er von wilden Tieren gefressen wurde. Und so ergriffen die Mandalorianer schließlich unter der Führung des neuen Mandalore, des Tong Mandalore, dem Ultimativen, die Flucht. Diese Niederlage und insbesondere die Flucht war etwas, was die Mandalorianer nicht akzeptieren konnten. Deswegen begannen sie, diesen Krieg rückblickend nur als vorübergehende Niederlage zu bezeichnen und die Ansicht zu vertreten, dass die letzte große Schlacht mit der Republik noch bevorstehe, in der sie sich beweisen und schließlich siegreich aus dem Kampf hervorgehen würden. Die Kreuzzüge. Der Sith-Krieg hatte den Kampfgeist der Mandalorianer nur noch mehr angeregt, sie aber dafür materiell stark geschwächt, da sie große Teile ihrer Flotte und zahllose Kämpfer verloren hatten. Deswegen mussten sie im Geheimen beginnen, ihre Kräfte erneut zu sammeln und ihren großen Schlag gegen die Republik sorgfältig zu planen. Erst mussten die Streitkräfte neu aufgebaut werden, bevor man die Republik zu einem Krieg zwingen konnte. Käme ihnen die Republik zu früh auf die Spur, hätte das vernichtende Auswirkungen auf die noch nicht wieder erstarkte mandalorianische Armee. Der Mandalore rief die Neokreuzritter ins Leben, die das Erbe der Crusader weitertragen sollten, und begann ab dem Jahr 3995 vor der Schlacht von Yavin nach und nach sehr abgelegene Welten im äußeren Rand zu erobern, die noch vom Sith-Krieg geschwächt waren. Hierbei achtete er sorgfältig darauf, dass keine der Welten mit der Republik assoziiert war oder für diese auch nur von Interesse war. Die neuen Welten wurden zum Clan-Territorium erklärt und man begann, die Einheimischen dieser Welten, wenn sie sich als kampfstark herausstellten, als gleichberechtigte Kämpfer in die Reihen der Mandalorianer aufzunehmen. Vorher hatten sich die Mandalorianer überwiegend aus Angehörigen der Spezies der Tong zusammengesetzt, den Ur-Mandalorianern. Aber nun begann man, sich auch für Angehörige anderer Spezies zu öffnen. Insbesondere die Tatsache, dass die neuen Mitglieder als gleichberechtigte Kriegsgefährten und Neo-Crusader akzeptiert wurden, wenn sie bereit waren, sich dem mandalorianischen Kodex zu unterwerfen, sorgte für eine schnelle Stärkung der Streitkräfte. Innerhalb von nur 10 Jahren hatten die Mandalorianer auf diese Weise ein so großes Territorium erobert, dass es den benachbarten Raum der Hutten dagegen geradezu klein erscheinen ließ. Mittlerweile hatten die Kreuzzüge natürlich die Aufmerksamkeit der Republik auf sich gezogen, jedoch hatte der Jedi-Rat beschlossen, sich nicht einzumischen. Das Hoheitsgebiet der Republik wurde schließlich nicht angetastet und so gab es keinen Grund, das Treiben der Neo-Crusader zu stoppen. Dieses erlaubte den Mandalorianern, offensiver vorzugehen und sich immer weiter an den Raum der Republik vorzutasten. Dass sie bezweckten, letztendlich gegen die Republik zuzuschlagen, war vielen Strategen der Republik klar. Jedoch konnte man sich auf keine Reaktion einigen und so ließ man die Mandalorianer weiter gewähren. Insbesondere die Senatoren blockierten jedes militärische Eingreifen und setzten durch, dass man erst tätig wurde, wenn das Hoheitsgebiet der Republik verletzt wurde. Nachdem die Mandalorianer ihre Stärke zurückerlangt hatten und sich in der Lage sahen, gegen die Republik zu ziehen, wurden sie immer brutaler in ihrem Vorgehen, um die Republik zum Eingreifen zu bewegen.
Im äußeren Rand war es aufgrund der Kreuzzüge mittlerweile zu gewaltigen Flüchtlingsströmen gekommen. Und die Mandalorianer zögerten nicht, militärische Einrichtungen auf Planeten zu bombardieren, die man inmitten von Städten errichtet hatte. Oder die man mit Zivilisten als menschlichen Schutzschilden zu schützen versuchte. Ganz im Gegenteil wurde ein solches Verhalten, laut dem Zitat von Candorous Ordo, als feige und beschämend angesehen. Und um zu demonstrieren, dass ihre Gegner damit nicht durchkamen, bombardierten sie gerade solche Ziele mit Massenvernichtungswaffen, wie zum Beispiel Nuklearbomben. Im Jahr 3963 vor der Schlacht von Yavin setzten die Mandalorianer zum Großangriff auf die Republik an. Einer ihrer wichtigsten Strategen, Cassus Fett, entwickelte einen Plan, wie die Republik zum Eingreifen gezwungen werden konnte. Er schlug vor, den Planeten Katar dafür zu bestrafen, dass er sich seit Jahren weigerte, die mandalorianischen Clans zu unterstützen. Zudem hatte sich Katar im großen Sith-Krieg gegen Exakun gestellt, was Grund genug war, ein Exempel zu statuieren. Zwar gehörte Katar nicht zur Republik, da diese Welt aber nicht in der Lage war, sich alleine gegen die übermächtigen Mandalorianer zu verteidigen, würde die Republik einen solchen totalen Vernichtungsfeldzug nicht passiv zur Kenntnis nehmen können. Fett leitete einen Großangriff auf den Planeten ein, der unter anderem mit den berühmt-berüchtigten Basilisk-Kriegsdroiden durchgeführt wurde. Und innerhalb kürzester Zeit wurden die katzenartige Bevölkerung des Planeten ausgelöscht. Nur wenige Einwohner konnten auf Flüchtlingsschiffen entkommen, während ihre Siedlungen und Städte vollkommen vernichtet wurden. Dieser Angriff ging auch als der Völkermord von Katar in die Geschichte ein. Wie Fett richtig vorausgesehen hatte, entschied sich die Republik daraufhin, die Mandalorianer anzugreifen. Es kam zu einigen Schlachten, jedoch war es erneut der Jedi-Rat, der zu einem vorsichtigen Vorgehen anmahnte und vermeiden wollte, dass die Republik in einen weiteren langen und blutigen Krieg gezogen wurde. Deshalb waren die Gegenangriffe der Republik nur halbherzig und nicht dazu geeignet, die Mandalorianer nachhaltig zu stoppen. Einige Jedi waren jedoch mit der Entscheidung des Rates nicht einverstanden, allen voran Revan und Malak. Diese beiden missachteten schließlich im Jahr 3963 vor der Schlacht von Yavin die Anweisung des Rates, sich nicht auf einen Krieg einzulassen und begannen Streitkräfte um sich zu scharen und auf eigene Faust gegen die Mandalorianer voranzugehen. Revan, der als ein hervorragender Stratege galt, tat sich insbesondere dadurch hervor, dass er die Kriegstaktiken seiner Gegner kopierte. Auch er war bereit, ganze Bevölkerungen zu opfern, um strategisch wichtige Siege an Schlüsselpositionen zu erlangen. Die Mandalorianer nahmen diesen neuen Gegner erstaunt und mit Respekt zur Kenntnis, während Revan durch dieses Verhalten die Ablehnung des Jedi-Rates auf sich zog. Nichtsdestotrotz konnte der Jedi-Rat die Lawine, die von Revan ins Rollen gebracht worden war, nicht mehr stoppen. Und so befand sich die Republik schließlich in einem Krieg mit galaxisweitem Ausmaß. So sehr die Jedi auch die Vorangehensweise von Revan und Malak ablehnten, so konnten sie jedoch nicht leugnen, dass sie damit Erfolg hatten. Durch die rabiate Vorgehensweise wurden die Mandalorianer Stück für Stück zurückgetrieben. Cassus Fett wurde im Jagercluster besiegt, das von Flüchtlingen überfüllte Taris konnte befreit werden und bei der gewaltigen Schlacht von Altir wurden große Teile der mandalorianischen Streitkräfte vernichtet. Die Entscheidungsschlacht wurde schließlich im Orbit und auf der Oberfläche des Planeten Malachor 5 ausgetragen. Revan war es gelungen, die Mandalorianer in eine Falle zu locken. Und so schaffte er es, ihre gesamte Flotte und Bodenstreitkräfte auf einen Schlag auszulöschen. In der Raumschlacht vor Malachor 5 verloren die Mandalorianer so gut wie alle Schiffe und schließlich enterten die Kräfte der Republik das Kommandoschiff, wo Revan den Mandalor persönlich im Zweikampf tötete. Nachdem ihr Mandalor gefallen war und die Mandalorianer so gut wie keine Flotte mehr besaßen, kapitulierten sie. Diese Niederlage sahen sie jedoch nicht als Schande an, da sie Revan großen Respekt entgegenbrachten und ihn als überlegenen und besseren Gegner akzeptierten. Obwohl Revan von mehreren Seiten die Aufforderung bekam, die Reste der mandalorianischen Flotte und Armee zu vernichten, um die Mandalorianer ein für alle Mal zu schlagen, weigerte er sich und ließ die wenigen verbliebenen Kämpfer am Leben. Die Mandalorianer zerstörten freiwillig ihre Waffen und Kriegsgeräte unter den Augen Revans und Malaks und akzeptierten sie damit als ihre Bezwinger. Der Hunger nach weiteren Kämpfen und einer letzten großen Schlacht war gestillt, denn die Mandalorianer hatten in Revan ihren Meister gefunden. Nach dem Ende des Krieges verstreuten sie sich in der ganzen Galaxis. Einige kehrten zurück nach Mandalore, andere jedoch suchten sich neue Aufgaben jenseits des Krieges, zum Beispiel als Söldner oder Kopfgeldjäger. Eine Rache der Republik hatten sie nicht zu erwarten, da diese sich im Jedi-Bürgerkrieg befand, welcher durch Revan und Malak provoziert worden war, nachdem diese nach dem Ende des Krieges zur dunklen Seite der Macht überliefen.